Good Pella Morning. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich heiße Simon Ganal und spreche aus Papua-Neuguinea von dem ETEP Rural Hospital zu Ihnen. Ich arbeite hier mit meiner Familie seit circa 3 Jahren. Das Krankenhaus ist sehr abgelegen, ein kleines Buschkrankenhaus, das circa Platz für 100 Leute bietet, aber für die Leute aufgrund der schlechten Gesundheitsversorgung sehr wichtig ist. Wir versorgen ein Einzugsgebiet von 100.000 Leuten und mehr. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick zu der Corona-Situation aus Papua-Neuguinea senden. Anfangen möchte ich mit ein paar Statistiken. Wie Sie im Hintergrund sehen, hat die Information zum Coronavirus und das Virus selber das Land erreicht. Und in letzter Zeit konnte man verstärkt auch in internationalen Nachrichtenkanälen von Papua-Neuguinea lesen. Offiziell haben sich 11.500 Leute mit dem Virus infiziert, 120 davon sind verstorben. Die Impfungen sind seit ungefähr ein paar Wochen am Anlaufen und 6.500 Leute sind bisher hier geimpft. Natürlich ist die Testkapazität sehr eingeschränkt und die Zahlen entsprechend nicht der wirklichen, der tatsächlichen Situation. Tests wurden ungefähr 40.000 bis 50.000 Tests bisher durchgeführt. Ich möchte Sie einfach einladen, einen ganz schnellen, kurzen Überblick hier zu der Situation in Papua-Neuguinea von einem typischen Kreiskrankenhaus zu geben. Ja, hier im Hintergrund ist unser kleiner Eingang vom Krankenhaus. Wie sieht es mit Schutzmaßnahmen, präventiven Maßnahmen aus? Wie Sie sehen, haben wir ein kleines Waschbecken mit Seife aufgebaut. Eigentlich sollte man Masken tragen, wenn man das Krankenhaus betritt. Umsetzbarkeit ist sehr schwierig. Wasser und Strom ist für den Hauptteil hier der ländlichen Bevölkerung Luxus. Das heißt, auch Dinge wie Hände, Hygiene sind einfach nicht etabliert. Masken sind nicht erreichbar. Handschuhe hatten wir für das Krankenhaus selber die letzten Wochen nicht, weil einfach die Versorgung an Gütern unterbrochen war. Das heißt, selbst Ärzte, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen können auf sehr wenig Schutzmaterialien zurückgreifen. So versucht man das Beste draus zu machen. Allerdings sind diese Schutzmaßnahmen, Abstand halten, Händehygiene, Alltagsmaske, hier sehr, sehr schwer umsetzbar. Und eigentlich sind diese Corona-Maßnahmen im Alltag nahezu nicht präsent hier in der lokalen Umgebung. Ja, hier sehen Sie einfach das Krankenhaus mit der Station oben. Ich nehme Sie einfach mal mit, dass wir einen schnellen Gang durchmachen. Das sind hier die verschiedenen Stationen. Ja, hier sehen Sie, wie wir versuchen, uns vorzubereiten oder zu reagieren auf die Situation des Coronaviruses im Land. Sie sehen hier im Hintergrund, wie wir mit unseren lokalen Handwerk und versuchen, eine Isolationsunit zu bauen, in der wir dann die Leute separieren können, im Hintergrund mit separater Toilette. Das sind natürlich suboptimale Möglichkeiten, verglichen mit dem internationalen Standard. Das Geld selber, das Funding, ist oft nicht das Problem. Also die Regierung hat seit Bekanntwerden des ersten Falles im März 2020 rund 400 Millionen Euro lokalisiert. Leider kommt von diesem Geld absolut nichts am Grund an. Das heißt, wir haben von diesen Geldern, die eigentlich zur Vorbereitung auf das Coronavirus oder eben auch zur Therapie etc. Lokalisiert sind, leider bisher hier in der Peripherie nichts bekommen.
Ja, im Hintergrund sehen Sie jetzt unsere Kinderabteilung. Da liegen ganz unterschiedliche kleine Patienten, wie zum Beispiel Osteomyelitis, was eine Knocheninfektion ist, Bauchtumoren, die operiert sind, viele Lungenentzündungen, wie Sie sehen. Ja, das ist hier, wie die Leute hier leben, und wenig Sorge im Coronavirus oder Masken tragen. Es gibt hier andere Probleme, die für die Leute wichtiger und größer erscheinen. Und ja, das ist einfach mal ein authentischer Einblick, wie es hier auf einer Krankenstation aussieht. Die Leute wurden alle um Erlaubnis gebeten, dass wir kurz ein Video für Deutschland drehen dürfen. Ja, willkommen in unserem Herzstück, in dem Operationssaal. Ich will Ihnen einen kurzen Überblick geben, was wir für schwer kranke Patienten tun könnten oder können. Im Hintergrund haben wir eine Anästhesiemaschine, mit der ein Patient beatmet werden könnte. Und hier unten ein Oxygen Concentrator, um Sauerstoff zu verabreichen bei schwerer Atemnot. Das ist allerdings nur ein Platz und eigentlich für die Operationsfälle reserviert. Ansonsten in den Wards, in den Abteilungen, gibt es punktuell die Möglichkeit, Sauerstoff einzusetzen. Allerdings haben wir seit 2 Monaten ein Problem mit unserem Wasserkraftwerk, sodass wir aktuell keinen Strom zur Verfügung haben. Im Notfall können wir über einen Generator hier den Operationssaal betreiben. Also eigentlich gibt es kaum Therapiemöglichkeiten aktuell.